Der DAX strauchelt ein bisschen. Wir sehen, dass der 15-minütige Chart hier im Moment gerade eher nach unten weist. Also der Index jetzt nicht in bester Laune aktuell. Kein Drama, wir hatten ja eine ganz gute Phase vorweg, aber eben nicht in bester Situation. Während der amerikanische Markt, wenn wir beispielsweise auf den Dow Jones gucken, eigentlich gar nicht so schlecht dasteht. Wir hatten einen Rücksetzer, einen richtig heftigen, ja, der eine oder andere wird sagen, Schock hier vielleicht im Markt. Der Markt hat allerdings sich tatsächlich wieder erholt, hat es nicht auf sich sitzen lassen, sondern den Antritt wieder gemacht und fast alles wieder wettgemacht. Hier vorne hatte man vielleicht noch so ein bisschen den Eindruck, ist das wackelig? Na gut, es ist nicht so super strukturiert. Was ist das mit dem strukturiert immer? Ich mag ja dieses A, B, C. Man kann das relativ leicht mit dem Trendkanal mal zeigen. Und je schmaler der ist, desto weniger ist es natürlich dann die Struktur. Aber wenn die Bewegung schmale Struktur hat, so wie hier jetzt, und dann noch relativ weit nach oben läuft, dann ist das eigentlich so ein Zeichen, offensichtlich ist die bullische Seite dann doch wieder zurückgekommen. Man kann hier, ach Gott, ich schaff's schon nicht mal mehr. Ihr seht das hier, ich strauche hier an den Fibo-Linien. Machen wir es nochmal gerade richtig. Also hier haben wir es. Wir sind fast bis zur 78er-Marke gelaufen. Und man muss sich die Frage stellen, wenn der Kurs wirklich so weit wieder hochkommt nach dieser Bewegung, ist das wirklich nur eine Gegenbewegung, eine Korrektur oder ist das nicht ein Zeichen, hier kommt, nehmen wir raus, hat nichts zu sagen? Tatsächlich hat es ein bisschen den Eindruck. Dementsprechend die Überlegung, ob man vielleicht irgendwie sogar nochmal die Long-Seite spielen kann bei den Indizes. Lassen wir uns da mal überraschen, was der Nachmittag bringt. Gucken wir auf den S&P, da sieht das ähnlich aus. Insofern müssen wir da gar nicht groß anders argumentieren. Der Nasdaq allerdings, der sieht sogar so aus, dass wir da einen Trade formulieren wollen. Und ich werde dazu gleich im Trade des Tages nochmal ein bisschen Details bringen. Wer da noch nicht angemeldet ist, einfach kurz anmelden, dann kriegt ihr es, sobald es draus ist, immer brandneu die Information. Deshalb ist es gut mit der Anmeldung, dann kriegt ihr eine kleine Information. Jetzt gibt es da ein neues Ding, denn hier zeichnen sich mehrere Trading-Möglichkeiten ab. Und die will ich euch oder zumindest eine davon dann im Trade des Tages vorstellen. Es gibt aber möglicherweise sogar auf einer noch kleineren Ebene dann auch noch eine Chance, was zu tun. Das ist allerdings noch zu früh, wenn wir da jetzt drüber reden. Grob kann man sagen, naja, Schub hoch, hier wackeln drunter. Das hätte doch schon mal was. Das wäre doch nicht so schlecht. Das kann man sicherlich auch ins Kalkül mit reinziehen. Aber das ist eine Sache, die dauert noch ein bisschen. Also da kann ich jetzt noch nicht wirklich drüber reden, denn es fehlt ja der Rücksetzer dazu. Also in etwa könnte das dann so aussehen, so eine ABC hier runter. Das hätte dann entsprechend den Charakter, den wir dazu bräuchten. Aber wie gesagt, dazu müsste ich dann später mich nochmal melden. Ich will das gerne in diesen Videos tun. Allerdings, da ich das ja immer nur einmal am Tag mache, solche Nachrichten sende ich gerne auch aufs Telefon. Ist es ja auch kostenfrei, wenn man sich da jetzt anmeldet, hat man die Möglichkeit, das eine ganze Zeit lang sich aufs Handy schicken zu lassen. Deshalb einfach dann bei Born for Trading hier anmelden und dann kriegt ihr sowas dann, sobald es passiert und ich es sehe und es sinnvoll ist, es zu handeln, immer wieder dann auch aufs Smartphone, so dass ihr dann da informiert seid. Also insofern ein bisschen Hausaufgabe, hier selber mal drauf zu gucken. Wer mag, sich eben anzumelden für das Born for Trading, für die Nachrichten aufs Smartphone oder aber für den Trade, den wir hier im Gesamtbild haben, mit unseren ganz konkreten Handelsmarken. Wo gehen wir rein, wo gehen wir raus? Das bereite ich jetzt jeden Moment vor. Und wenn ihr das haben wollt, dann müsstet ihr euch beim Trade des Tages anmelden, wenn ihr das nicht schon längst getan habt. Ansonsten, wir gucken nochmal kurz auf den Kalender. Was gibt es alles für Einflussfaktoren, die da noch vielleicht gleich eine Rolle spielen? Heute ist natürlich Crude Oil um 16:30 Uhr. Also insofern für alle Ölfreunde nochmal was. Und heute Abend gibt es nochmal ein bisschen was von der FOMC-Seite. Wir haben die Meeting Minutes, das ist im Prinzip das Protokoll, das Sitzungsprotokoll. Das ist immer interessant, das mitzubekommen, was es da an Informationen und Neuigkeiten gibt. Also insofern für alle die, die die Notenbanken immer ein wenig im Auge behalten, gibt es heute gegen 20 Uhr oder um 20 Uhr nochmal das ein oder andere wichtige Statement, was man da im Auge haben sollte und vielleicht dann genau den Tritt in den Hintern, sage ich so gerne, loslösen könnte, dass der Markt sich tatsächlich bewegt. So, in diesem Sinne, wir sehen uns in Bälde wieder. Ich drücke euch die Daumen, dass ihr auf der richtigen Seite des Marktes steht. Ganz liebe Grüße.